yeah, Elektroschrott. Es wird Zeit, den Rackbody fertigzustellen. Und damit das passiert, wird heute gebastelt. Das erste, was gebastelt wird, ist das in dieses Modul-Dings hier, ja, also meine Hauptplatine. Da müssen Löcher rein, damit ich dann unten Abstandshalter dran machen kann. Und dann kann ich die Abstandshalter verkleben und Gedönse. Also es gibt heute noch Epoxy und ihr werdet meinen Serverstand noch sehen. Aber zuerst muss ich hier ein paar Löcher reindremeln. Ich werde da später diese M3 Abstandshalterbolzen hier reinpacken, 10 mm lang. Und deswegen müssen die Löcher zu diesen M3 4 mm Schrauben passen. Da hole ich mir schon mal eine raus, damit ich dann mal schauen kann, ob ich schon dick genug bin. Dafür braucht man einen relativ großen Bohrer. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, welchen ich da mal genommen habe. Ich glaube, der ist sogar auch zu fein. Das könnte passen. Schauen wir mal. Notfalls muss ich noch eine Stufe größer gehen. Kleiner Test, ob die Löcher für die Schrauben passen. Ja, sind noch zu klein, habe mich wieder beim Bohrer getäuscht. Ja, das passiert mir jedes Mal. Kein Problem. Ich habe noch ein bisschen was Größeres. Ja, das geht. Sitzt ein bisschen stramm, aber das soll es auch. Spätestens dann, wenn man es mit dem Schraubendreher reindreht, dann wird das passen. So, dann nehmen wir noch eins hier. Bei dieser Tätigkeit sollte man natürlich stets aufpassen, dass man nicht durch seine Leiterbahn bohrt. Das wäre ganz ungünstig. So. Ihr habt gerade eben erstmal die unprofessionelle Variante der Reinigung gesehen. Wir professionalisieren das gleich. Und zwar Druckluftspray. Sauber. Hier kommen jetzt schon mal die Abstandshalter drauf, als Vorbereitung für das, was ich mal als die große Sauerei bezeichnen will. Na, die reichen. Ja, ich bin mal gespannt, wie mir das, was ich da vorhabe, noch glücken wird. Glaubt mir, das hier ist eigentlich eines der spannenderen Videos bisher für mich, auch wenn keine Elektronik drin ist und es deswegen eigentlich nicht so elektroschrottig ist. Ich habe übrigens, das nochmal so am Rande, alle die Anschlüsse, die irgendwie verwechselbar sind, von der Pinanzahl her mal beschriftet. Das sollte man in solchen Fällen durch mal tun, weil wenn man es irgendwann mal auseinandernehmen muss, dann freut man sich sehr drüber, wenn man hinterher weiß, welches Kabel wohin muss. Gut. Ja, das ist jetzt die Hauptplatine mit den Abstandshaltern. Der Teil ist vorbereitet. Displaymodul hatten wir ja letztes Mal schon vorbereitet. Das heißt, jetzt kann es an den Teil gehen, an den ich so ein bisschen fürchte. Und zwar die Kleberei. Weil ich noch nie mit zwei Komponenten Kleber und Epoxy-Scheiß und sowas gearbeitet habe, habe ich mir gedacht, ich mache das besser mal mit Handschuhen. Vielleicht ein bisschen übervorsichtig, aber ich denke über sowas immer, ja, lieber übervorsichtig als festgeklebt. Was ich zu diesem Beruf gekauft habe,
da habe ich mir hier bei Reichelt so ein Zeug da besorgt. Flüssigmetall, klingt hammergeil, ja. Keine Ahnung, ob das Richtige ist, wie gesagt, noch nie benutzt. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Und dann habe ich mir im Baumarkt noch hier so Mischthüllen dafür besorgt, weil natürlich bei Reichelt nicht dabei stand, dass man für das blöde Zeug noch Zubehör braucht, sagt er mir. Des Weiteren habe ich Isopropanol, Küchentücher und natürlich die Rack-Body-Blende, in der geklebt werden will. Das erste, was wir jetzt kleben werden, das ist das Display-Modul, das wir im letzten Video schon gesehen haben. Und zwar hier rein. Da, ja, das ist jetzt der erste Schritt. Und dafür würde ich sagen, machen wir das Display-Modul erstmal richtig sauber. Da ich nicht weiß, ob das Isopropanol vielleicht das Plexi irgendwie angreift, mache ich das mal eher so auf die konventionelle Art. Nicht, dass das dann hinterher irgendwie kaputt ist. Ja, gut. Und ja, mein Metallteil hier, das kriege ich natürlich schon mit diesem Isopropanol fettfrei. Das wird mit Sicherheit nicht davon aufgelöst. So. Das Vorhaben für diesen ersten Teil hier ist jetzt so, dass ich mir gedacht habe, ich mache erstmal was ein bisschen gröber ist, nämlich eben tatsächlich dieses Plastikteil festkleben. Das hätte ich wahrscheinlich auch mit, ja, keine Ahnung, doppelseitigem Klebeband oder so machen können. Aber ich habe mir gedacht, das ist eine ganz gute Gelegenheit, um dieses Epoxidzeug schon mal auszuprobieren. Wenn es da an irgendwelchen Stellen so ein kleines bisschen schmieriger wird, dann fällt das nicht großartig auf. Das ist einfach nur so ein bisschen Selbstschutz desjenigen, der weiß, dass er ganz gerne mal Mist baut. So. Das Plastikzeug ist an der richtigen Stelle hier. Jetzt muss ich mal schauen, was man hiermit eigentlich genau macht. Anleitung gibt es für sowas natürlich immer nicht, deswegen gehe ich mal intuitiv vor. Die Tülle hier hat ein Ende, das wohl, so wie es aussieht, hier drauf passen wird. Deswegen mache ich mal das hier ab. Dann sieht man hier unten, dass da die beiden Komponenten dahinter sind. Irgendwie sieht das nicht so aus, als ob das richtig passen würde. Das tut es natürlich auch nicht. Super, ich habe falsche Mischthüllen dafür. Dabei stand bei diesen Mischthüllen dabei, geeignet für alle zwei Komponenten fuhrbar. Was mache ich denn jetzt? Ah, so ein Dreck. Super, jetzt habe ich hier also 10 Mischthüllen, die nicht zu dem passen, was ich hier habe. Ein 2-Komponenten-Dichtstoff, von dem ich keine Ahnung habe, wie ich ihn anrühren soll. Ich glaube, wenn man solche Probleme hat, dann muss man manchmal auch einfach kreativ werden. Kreativ werde ich jetzt in folgender Weise. Man nehme ein Blatt Papier, man nehme diese 2-Komponenten-Kacke hier und drücke sich erstmal so einen kräftigen Schlunz auf das Papier. Zapp. Ja. Tülle mache ich hier mal sauber, damit das da nicht ineinander schlunzt. Ja, und jetzt, ich habe mir zum Glück so Holzstäbchen auch besorgt, verrühre ich den Kack einfach. Das klingt ja schon vermischt. Stinkt ein bisschen, mischt sich aber gut. In der Anleitung heißt es, dass das Zeug ungefähr 4 bis 5 Minuten verarbeitbar ist. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen hinmachen. Kein Problem, mache ich halt ein bisschen hin. Ich
matsche das jetzt einfach da hinten, wo es kleben soll, in der Hoffnung, dass das hinterher einfach zu irgendwie so einem harten Schlons aushärtet. Ich denke, das wird genau das tun. Ist eine ziemliche Sauerei. Ist was für Leute, die schon als Kinder gerne Matschkuchen gebacken haben. Und ja, habe ich. Ich glaube, die Leute, die wissen, wie man sowas richtig macht, die kriegen gerade Anfälle. Aber ja, das heißt hier schließlich Elektrostott und nicht Elektrogott oder so in der Art. Keiner hat behauptet, dass ich weiß, was ich tue. Am wenigsten ich. Ja. Ich denke, falls dieses Epoxy-Zeug überhaupt halten kann, dann wird es so halten. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich so ein bisschen was von dem Zeug hier unten an meine Abstandhalter dran pöpple. Nicht viel, gerade so, dass es halt nicht unbedingt tropft. Ja, hier tropft es jetzt doch. Und dann nehme ich das hier und setze es einfach dahin, wo ich es haben will. That would be here. Ein bisschen hin und her bewegen, damit da ein bisschen Epoxy-Schmandung bei rüberkommt. Und bei den Pöppeln, wo ich dran komme, haue ich jetzt einfach noch mal ein bisschen was dran. Ich bin hier gerade, glaube ich, ein gutes Beispiel für Leute mit falschem Werkzeug. Aber hey, egal. Hauptsache, es schmiert. Und es schmiert ohne Ende. Also wenn dieses Zeug nur halb so gut funktioniert, wie ich denke, dass es funktioniert, dann ist es das jetzt ganz locker gewesen. Den Rest mache ich einfach nur noch deswegen, weil ich gerne mit Matsche spiele. Ziffern sind genau in der Mitte, das ist prima. Das Zeug hier ist gründlich in die Epoxymatschhaufen angedruckt. Jetzt warten wir einfach mal, bis das Zeug aushärtet. Ne? Viertelstunde, roundabout. Pro-Tipp, um sowas zu entsorgen, in die Hand nehmen. Und schon, dann gut hier. Und zapp, zapp, schon ist der ganze Scheiß einigermaßen entsorgt. Kommt in den Restmüll. Es ist jetzt so weit ausgehärtet, dass es sich ja, nur noch minimal klebrig anfühlt und die Sachen hier so weit fest sind. Das heißt, auch wenn ich es so noch nicht im Keller unten montieren würde, kann man auf jeden Fall schon mal ausprobieren, ob es überhaupt geht. Ich habe das Kabel für Displaymodul zu Hauptplatine schon mal verbaut, habe so ein Klebeband fixiert, sieht hier alles eher scheiße aus. Und jetzt stecken wir doch mal Strom an und gucken, was passiert, wa? Also, ich halte das mal so, dass ihr sehen könnt, was bekommt. Ah, USB dran. Nullen. Das ist genau, was wir sehen wollten. Nächster Schritt, Temperatursensor. Da sollte gleich 85 stehen. 85 ist Fehlermeldung. Der braucht aber eine Weile, um sich zu initialisieren. Also, Null. Null ist blöd. Ah, jetzt. 23,20. Na gut, 23,2 Grad hier drin, relativ warm. Nächste Sache ist hier das Licht. Das sollte gleich angehen, wenn ich es hier dran tue. Das Licht geht an. Und dann haben wir hier noch den Read-Kontakt. Zack, dann geht das Licht aus, weil hier ist ein Magnet dran. Wenn ich den Magnet abpapple, geht das Licht an. Cool. Ja. Das heißt, die Hardware funktioniert soweit. Und dann können wir, also ich lasse es noch ein Momentchen austrocknen und solange wie das hier noch ein bisschen aushärtet, bringe ich die Kamera runter in den Keller. Dann montieren wir das und dann messe ich mal die restlichen Leitungen noch aus, weil ich habe ja noch nicht ausgemessen, wie die Leitungen an den zweiten Temperatursensor und das zweite Lichtmodul sein müssen. Dann machen wir noch die Leitungen, dann sind wir fertig. Wir sehen uns gleich im Keller. Hier gibt es jetzt ein Wiedersehen im kalten Neonlicht meines Serverraums. Der Rackbody kommt hier ran. Was ihr hier vielleicht seht, ist, dass hier die Höheneinheiten, dass da die Rechner nicht richtig dranhängen. Das liegt einfach daran, dass ich bei den Servern hier ein bisschen Platz dazwischen gelassen habe, damit die Luft besser zirkulieren kann.
Der Red Buddy kommt aber direkt runter. Und dafür müssen jetzt als erstes diese Dinger hier rein. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Es liegt daran hier beim Rack, das sind eigentlich nur Metall, sind nur Löcher hier in dem Metall. Ja. Und damit man da irgendwas dran schrauben kann, muss man da diese Teile erstmal reinklipsen. Das mache ich jetzt. Ja. Das oberste Fach wird damit auch ziemlich klein, wird man gleich sehen, aber ja, muss ich notfalls die ganzen Schubladen noch mal ein bisschen verschieben. Mache ich dann ein andermal, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich vergessen habe, den eigenen Schraubenzieher mitzunehmen, na, den hole ich mal hin. Das Leben ist besser mit PH2. Und was ich jetzt tue, Red Buddy montieren. Ja, der Red Buddy ist drin, aber der dicke Zappes hat natürlich vergessen, ein USB-Kabel mitzunehmen. Ich hole noch ein neues Kabel. Ja, ich habe mal die seitliche Schrankwand abgenommen. Ja, man sieht nicht sehr viel. Ja, aber so ist es jetzt hier drin. Und ich muss jetzt da hinten die Kabel dran befestigen. Und dann werde ich zusehen, dass ich einen Temperatursensor ja irgendwo hier oben reinbringe. Den anderen so ungefähr auf diese Höhe. Wahrscheinlich werde ich den einfach mit dem Kabelbinder hier festmachen oder so. Oder einer Seite. Und dann muss ich das Licht anbringen, den Read Switch und ach, lauter so Klöße. Da könnt ihr mich jetzt bei beobachten. Ja. Das erste, was drankommt, ist der Temperatursensor. Temperatursensor ist dran und provisorisch oben reingehängt, wo die warme Luft von den Servern ist. Als nächstes das Lichtmodul. Der Read-Kontakt für das Lichtmodul. Ich frag mich, wo der Magnet geblieben ist. Und zu guter Letzt das USB-Kabel. Da wird es jetzt ein bisschen frickelig, weil ich muss das irgendwie hinten an den Rechner und... mal gucken. Der USB-Käse wird an meinen älteren und schimmligeren Rechner angeschlossen. Das ist so eine Atom-Büchse. Hintergrund ist, auf dem Rechner läuft wirklich nur das, was auf dem Rechner läuft. Auf dem anderen sind dort Accent-virtuelle Maschinen und da ist es schwierig, die USB... Egal, ich hänge es an die Atom-Büchse. Tada! Das Lichtmodul geht schon mal. Das heißt... Komm mal her. Ja, komm. Da. Jetzt mit dem Lichtmodul kann man hier auch einigermaßen was erkennen. Ich mach mal Licht und zittere euch da mal einen Tele hin. Ja, also so sieht das hier aus. Ja, jetzt gucken wir mal, wie es von vorne aussieht und was hier für eine Temperatur gemeldet wird. Ja. 23,1 Grad momentan da oben, das ist in Ordnung. Und ja, jetzt gibt es noch zwei Dinge zu tun. Das eine ist das Lichtmodul hier. Wenn ihr euch das mal anschaut, das hat hinten noch die blanken Lötstellen. Ja, das ist kacke, weil das gibt einen Kurzschluss, wenn ich das irgendwo hinmache, wo Strom ist. Deswegen muss da hinten noch ein bisschen Gummi dran. Und dann muss ich mir überlegen, einfach mal so von der Länge her, wieder das Zusatzkabel sein soll, aber ich denke so ungefähr ein halber Meter und alles ist gut. Das packe ich da an der Seite irgendwie hin. Ja, 30, 40 Zentimeter und alles ist gut. Passt schon. Dann, genau, wenn ich das gemacht habe, brauche ich noch für
den Sensor oben ein zusätzliches Kabel, da so ein halber Meter oder so reicht da auf jeden Fall locker aus. Ja, die Kabel mache ich jetzt mal schnell. Zurück im Bastelbunker. Also, wenn ihr euch mal hier eins von meinen Temperaturmodulen anschaut, das hat hinten dran so eine Gummibeschichtung. Das ist einfach, damit ich das überall aufhängen kann, wo vielleicht auch mal ein Stück Metall dahinter ist, damit es keine Kurzschlüsse geben kann. Diese Gummibeschichtung, ich hole da mal aus meiner Materialkiste so einen Rest, das kommt von dem hier. Und das ist von einer Gummihülle, die mal an so einer komischen Angeber-Festplatte dran war, die ich hatte. Das war so eine Western Digital oder so und die hatte so, eine komische Gummihülle drumherum. Und das Material ist genau für sowas total super. Ja. Und da nehme ich jetzt einfach mein schönes kleines Skalpell hier. Und dann schneide ich mir aus dem Material genau so die Größe raus, wie ich es brauche, um die Rückseite von meinem Modul zu verkleben. Oh, passt genau richtig. Ja. Aber eines. Das zweite Modul ist ein bisschen kleiner. Zwei. Das zeigt, warum es sich lohnt, auch scheinbar müllige Materialreste aufzuheben. Man weiß nie, wofür man sowas mal gebrauchen kann. Die Frage, wie man dieses Zeug vernünftig hier dran kriegt, ist relativ einfach zu beantworten. Und zwar nehme ich dafür meine trusty Heißkleberpistole, schlonze hier eine großzügige Menge Gunk drauf. Ja, geschlonzt und drücke das Modul vorsichtig fest. Ja. Modul, Gummirückseite, kurzschlusssicher fest. Ich habe jetzt hier an der Seite noch so ein bisschen Drahtzeug und weil mir das nicht gefällt, isoliere ich das nochmal hochprofessionell mit Hotsnot. Ja. Isoliert. Ja. Und beim zweiten Modul machen wir es einfach ganz genauso. Beide Module mit Gummirückwand versehen, kann nichts mehr mit passieren. Wunderbar. So. Die Module haben wir fertig und jetzt haben wir gesagt, brauchen wir noch Verbindungskabel. Jo, also die Verbindungskabel herzustellen wird jetzt nicht so spannend. Da nehme ich Flachbandkabel und Crimp-Kontakte. Dann diese wunderbaren PSK-Stecker, meiner Meinung nach das Beste, was Firma Reichelt überhaupt im Sortiment hat. Und mit der wunderbaren Crimp-Zange wird dann Kabel gemacht. Interessiert euch nicht, zeige ich euch, wenn es fertig ist. Die Kabel, die wir noch gebraucht haben, um das restliche Geraffel anzuschließen, sind soweit fertig. Ich werde auch noch mein Kistchen mit Magneten mitnehmen. Ich habe nämlich hier so ein Kistchen mit echt heftigen Magneten. Damit kriege ich schon irgendwas hin, womit der Read-Kontakt dann vernünftig schaltet. Und ein bisschen Klebeband nehme ich noch mit, falls ich noch was festkleben muss. Kabelbinder habe ich schon unten. Ja, ich denke damit... Dann war glücklich. Ich gehe mal wieder mit euch in den Keller. Ja, da haben wir das ganze Geraffel, das ich jetzt nicht brauche. Das hier ist übrigens was Cooles. Das hat Paul mir geschenkt. Das sieht aus und fühlt sich an wie durchgekauter Kaugummi, klebt aber affengeil und geht rückstandsfrei wieder ab. Das werde ich verwenden, um diese Module im Serverschrank festzukleben. Ja, ihr kommt jetzt wieder aufs Stativ. Ja, jetzt könnt ihr mal zugucken, wie ich das irgendwie zu montieren versuche. Das mit dem Temperaturmodul, das mache ich anders. Das mache ich mit einem kleinen Kabel hinten lang und dann mit einem großen Kabel nach unten. Ich habe da nämlich eine Stelle gefunden, wo ich es gut festkleben kann. Das ist ein ziemlicher Aufwand in den beengten Verhältnissen hier. Jetzt brauche ich ein Stück Glue-Tag. Wie gesagt, sieht aus wie so Kaugummi-Scheiße. Und damit kann man prima Sachen festmachen.
Temperatursensor. Noch ein Stück Blutwerk. Ich zeige euch mal, was ich da gerade mache. Also, der erste Temperatursensor, der klebt da oben hinten am Switch und da hier unten drunter die heißen Rechner sind, ist das genau, wie die heiße Luft draufsteigt. Und der zweite, den habe ich hier unter den Boden geklebt, wo hier das Nass mit den ganzen Pornos auf dem Desk ist. Ja, und hier mein Speedcord-Modem. So, next step ist die Sache mit der Beleuchtung. Die Lichtmodule haben wir hier. Das obere Lichtmodul hat zwei Teile, damit man da durchkontaktieren kann. Hackerknete. Modulposition ist so ausgewählt, dass ich eine gute Stelle habe, um Kabelbinder festzumachen, das Kabel hier. Ich arbeite nicht immer ordentlich, aber wenn ich es tue, verwende ich Kabelbinder. Hackerknete, Lichtmodul. Ich verpeilte und hab's falsch schon verkabelt. Okay, für das zweite Lichtmodul muss ich mir was einfallen lassen, weil ich zu doof war. Wisst ihr, was das ganz Gemeine ist? Das Kabel ist richtig, das heißt, es ist anhand von den beiden Modulen falsch. Es ist an dem Modul falsch, ich brauche ein verpultes Kabel. Ja, das stelle ich gleich mal her, das kriegen wir hin. Ja, ich habe mein neues Kabel gebaut hier. Ganz wichtig, wenn man sowas macht. Es ist nicht weiter schlimm, wenn man mal merkt, dass man was falsch schon gemacht hat und ein verpultes Kabel baut. Wenn man das aber tut, dann macht man einen Aufkleber drauf, Vorsicht verpult. Wenn ich den Rackbody irgendwann mal trashen und auseinandernehmen sollte und die Kabel recycle, würde ich nach Murphys Gesetz dieses Kabel für irgendwas wiederverwenden, bei dem einfach nur 5 Volt und Masse drüber gehen und wo verpolen mir einen Chip grillt. Deswegen Warnhinweis drauf, alles ist gut. Was? Wollt ihr mal lachen? Das war nicht verpult, ich war nur verpeilt. Ich mach's schon wieder neu. Ich habe jetzt das Kabel neu gemacht, habe ein paar Mal Teile vergessen, bin 5-mal aus dem Keller in den ersten Stock hochgerannt. Wenn es jetzt nicht funktioniert, schmeiß ich das Modul weg. Ha, es geht. Okay. Eben dann ist noch schön fest hier. Jetzt hier noch ein Kabelbinder. Ne? Wenn ich Kabelbinder finde. Ah, hier. Draufgesessen. Jetzt kann ich hier an der Seite zumachen und euch wieder nach vorne stellen. Jetzt muss nämlich nur noch der Wiedkontakt hin. Ja, okay, sorry. Ich habe euch jetzt die Magnetenjustierung vorenthalten. Das war ein unwürdiges Schauspiel. Aber schauen wir doch mal, was draus geworden ist. Oh, im Dunkeln sehen wir eine Temperatur, der Rackbody meldet, 25,8 und 24,5. Und wenn ich jetzt mal hier die Tür aufmache, oh, es werde Licht und man findet sich hier unten sogar einigermaßen zurecht. Entschuldigung, aber wenn das kein gelungenes Projekt ist, dann weiß ich nicht, wie ein gelungenes Projekt aussieht. Für die Endabnahme schauen wir uns nochmal an, wie das da auf dem Computer rüberkommt. So, falls das jetzt geklappt haben sollte, dann müsste man sich mit Minicom auf die serielle Schnittstelle verbinden können. Das müsste sein Dev TTY USB 0, glaube ich. Ja, genau. Und eigentlich, wenn ich mich jetzt verbinde, müsste nach spätestens 10 Sekunden ein Sensor-Readout kommen, weil der alle 10 Sekunden oder so die Sensorwerte auf die serielle Schnittstelle schreibt. Also Daumen drücken, Kinders, Daumen drücken. Ne? Hallo? Hallo? Ja,
Es funktioniert. Also Leute, offensichtlich ist das RackBuddy-Projekt damit tatsächlich erfolgreich. Und ich kriege meine Sensorwerte. Und weil so ein Projektabschluss was Schickes ist und was Besonderes, gibt es gleich noch ein Märchen von mir hinterher. Ja, kurze Projektabschluss-Märchenstunde, weil ich auch noch mal was labern will. RackBuddy war ein cooles Projekt, elektronisch nicht besonders anspruchsvoll, aber ziemlich viele Sachen dabei, die ich so noch nicht gemacht hatte. Vom Epoxidkleben über irgendwelche Stahlbleche schneiden und so ein Zeug. Das war einfach neu und neues cool. Dafür machen wir das hier schließlich alles. Was ich besonders geil fand, war, dass jede Menge schiefgegangen ist und mir zu jedem Ding irgendwas eingefallen ist. Also ich meine, solche Sachen wie zu wenig Platz für die Abstandsbolzen beim Displaymodul gelassen, Loch in der Blende viel zu groß geschnitten, vergessen den Displaystecker an die Hauptplatine dran zu löten, lauter so Zeug. Ließ sich alles irgendwie beheben, ist am Ende alles gut geworden und es funktioniert jetzt auch. Das finde ich eigentlich ganz schön geil. Ist ein schönes kleines Ding und vor allem auch nützlich. Ja, jetzt ist es hier zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, kurz nach Urlaubsanfang. Ich hatte heute meinen letzten Tag vom Urlaub und in diesem Urlaub wollte ich mal ein bisschen chillen und vor allem wollte ich auch mal beim Basteln ein bisschen Musik hören. Das geht ja mir nicht, wenn ich es filme, weil, wisst ihr, YouTube-Rechte, ja, da ist der ganze Scheiß. Das heißt, ich mache jetzt eine kleine Videopause, so, keine Ahnung, 2 Wochen oder sowas. Denkt euch nichts dabei, ich komme schon wieder, aber erst wenn mir was eingefallen ist, was ich als nächstes machen könnte. Es könnte was mit diesem ESP8266 zu tun haben. Das ist ein lustiges Ding. Und Paul sagt, ich muss damit was machen. Also, hey, wer bin ich denn, dass ich da Nein sagen kann? Bis dahin, bastelt schön und tschüssing.